Hi, Steve Parker, herzlich willkommen zurück zur Super Fanta mit DuckTales Remastered. Wir haben hier einen Geheimgang gefunden, den wir das letzte Mal nicht gefunden haben. Was wird uns erwarten? Mehr Geld. Sehr viel mehr Geld, sehr gut, ich freue mich. Wo kommen wir hier hin? Oh, Frieda. Meine liebste Frieda. Wie geht's? Okay. Ja, ich lasse es mir gut gehen. Mit Eiskuchen und einer kleinen Puppe in Form meiner selbst. Ja, auf jeden Fall eine bessere Spielerin als wir. Kriegen wir hier was? Nein. Übrigens, diese Animation finde ich unglaublich schön gemacht. Können wir da reinzoomen? Können wir ein bisschen... Bams, wundervoll gemacht. Allgemein, wie gesagt, Animation in dem Spiel, muah, perfekt. Ich könnte auch den Namen der Künstlerin sicher rausfinden. Ich habe die so ein bisschen gestalkt auf Tumblr. Oh, wir kriegen eine Supermünze. Spinnen, mach mir nichts aus. Ich schieße das trotzdem hoch, keine Ahnung wieso. Und hier, nicht vergessen. Smash! Smash! Dagobert! Smash! Und wir werden reich. Yay. Uns geht's gut. So, gleich kommen wir auch an die Stelle, wo wir das letzte Mal ein bisschen gefailt haben. Minimal. Aber das konnte ja auch keiner ahnen, dass die Stelle so nervig wird. Wir laufen jetzt einfach, komm, scheißen wir auf die 10 Goldstücke, die wir hier bekommen. Brauchen wir nicht. Ah, fuck, ja. Das Ding, okay, ich krieg das Heft zurück, das ich hier verloren habe, super. Einfach weiterlaufen, weiterlaufen. Das, ich wollte schon sagen, das riecht ein bisschen nach einem Gegner, aber mein Riecher lag wohl falsch. Hier springen wir drüber. Schlangen. Tot. Okay. Komm runter. Komm. Hat funktioniert. So, das riecht doch hier nach einem kleinen Schätzchen. Natürlich. Nathan Drake lässt grüßen. Oh. Watschelfuß Einwohner. Nein, natürlich werde ich da getroffen. So. Ich will dich hier weg haben. Ich will dich hier weg haben. Oh, okay. Wie kommen wir da hoch? Oder so. Ah, hier noch ein bisschen das Kleingeld abstauben. Was kriegen wir hier? Eine Eistüte. Sehr schön. Das Leben macht doch mehr Spaß, wenn man Eistüten hat. Jetzt geht's aber ans Eingemachte, Endgegnerkampf. Wenn das Spiel sich an das Original orientiert, dann wird gleich der Kopf erwachen und uns nerven. Und wahrscheinlich wird genau das passieren. Das finde ich auch gut, also bisher, es ist genug Neues da, dass man quasi als alter Hase nicht total gelangweilt ist, aber es ist immer noch super nostalgisch, was quasi oh fuck, das Nein! Oh, ja, das war dumm. Gebe ich offen zu. Was passiert jetzt? Okay. Und die Musik. Hier, Endgegner-Boss-Kampfmusik. Okay. Ah, okay. Also, eins wackelt nie. Okay, Trick erkannt. So, wo springt er hin? Okay, nach da irgendwo. So, ich warte, bis er nochmal springt. Nein! Oh, okay. Okay. Ah, der hat so eine Schockwelle gemacht. Aber macht er die nicht sowieso immer? Ja, keine Ahnung. Früher auf dem Game Boy oder NES hat er immer so eine Schockwelle gemacht, wenn er aufkommt. Das heißt, da muss man... Oh, nein! Ah, fuck. Aber wir haben den, glaube ich, gleich bald down. Noch einmal aushalten. Unter Umständen, vielleicht denken sich die Entwickler, nee, der darf nicht so einfach sein. Den muss man 10-mal sein Muster abwarten. Sein Pattern. So, wo springt er hin? Nach da. Okay. Nein! Oh, das wäre wieder... Das wird... Wird das? Okay, da... Das war gut. So, springen. Okay, wir haben Kontrolle. Wir haben Kontrolle wieder. Irgendwann... Oh, oh. Die Dinger werden auch schneller, glaube ich.
Ja, eindeutig. Also auf keinen Fall ein viel zu einfaches Spiel, das kann ich jetzt schon sagen. Weil ich hänge wirklich super oft an nur einem Health. So, jetzt nur nicht verkacken. Wo springt er hin? Okay, da. So, wir warten. Wir sind geduldig. So, jetzt warten wir nochmal. Oh, noch einmal, bitte. Bitte, ich will nicht mehr. Jawohl, da ist er! Sehr schön. Ich freue mich. Aber war tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also, ich hatte ab und an ein bisschen Panik. Aber es ist okay. Wir haben es geschafft. Ich freue mich. Quack ist auch da. Freut sich genau für mich. Okay, müssen wir jetzt noch. Was? Meine Hände werden massiert. Man kann es vielleicht hören. Nein, okay, jetzt hört es auf. Okay. I can't believe we came all this way for nothing. Hallo, nette Watschelfußmenschen. Fremdling, ganz zufällig können wir eure Sprache. For hundreds of years we have waited, and at last that day has come. Rein zufällig sehen wir alle absolut gleich aus. Wieso können wir da kleinen Zoom auf deinen Schritt machen? Das macht mir ein bisschen Angst. Gut, dass sie mir auch alle den Weg versperren. Das heißt, das wird eine große Rape-Gangbang-Action gleich geben. Ich kann nicht aufhören, nicht auf seinen Schritt zu starren. Welch erfreuliche... ja. Lustige Gedanke. Ah, Level abgeschlossen, sehr schön. Im guten Indiana Jones Font. Aber egal, das finde ich, ich finde es gut. Auf jeden Fall werden Inhalte gespeichert. Und die Systeme sollten nicht abgeschaltet werden. Und darüber wird trennt. So, kriegen wir verrechnet, was für einen gigantischen Reichtum wir angehäuft haben. Yeah. Das sind schöne Geräusche. Du hast gesammelt. Zepter des Inka-Königs, sehr gut. Das Zepter ist weniger wert als das, was ich auf dem Weg eingesammelt habe. Wo soll sich da bitte schön die Reise gelohnt haben? Ah, wir haben 3 Millionen irgendwas. Dollar, Taler, whatever. The Scepter of the Incan King. I tell you boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. So, ab in den Geldspeicher. Da würde mich interessieren, ob sich sozusagen der Pegel. Oh, sehr schön. Na, ich glaube, es ist nicht höher. Das heißt, wir werden. Da ist das Scepter. Das ist das Scepter. Fände ich super cool, wenn sich quasi dieser Pegel immer weiter erhöht, je nachdem, wie viel Gold wir haben. Aber es sieht danach aus, also keine Ahnung, ich habe jetzt keine Änderungen feststellen können. Was passiert, wenn wir hier hingehen? Ah, okay. Charaktere. Ah, okay, hier können wir Sachen freispielen, frei kaufen. Was ist das? Eine Fledermaus, super. Graf Dracul Duck. Graf Dracula. Concept Art können wir noch nicht. Ah, okay, wir müssen erst in der Galerie was kaufen, damit wir die anderen Sachen kaufen können. Ja, dann kaufen wir einfach mal gucken, was passiert. Ich meine, dafür ist das Geld wahrscheinlich da. Was ist denn noch schön günstig? Hier, wir kaufen Baba. Ist das Baba? Ja. Steht nur kein Name dran. Daniel Düsentrieb. Wir haben richtig viel Geld. Wir können hier fast alles kaufen. Ah, komm, machen wir einfach mal. Hier, Niki, glaube ich. Und Krachbummente. Oder Dingsbumsduck. In Darkwing Duck hieß der nämlich Dingsbumsduck. Und in DuckTales Krachbummente. Für die Leute, die es interessiert. Wir haben unendlich viel Geld. Oh, MacMoneySack. Sehr cool. Das hier, ah, da unten ist der Walk-Cycle drauf gemalt. Das finde ich cool. Als Spieleentwickler kann ich sowas schätzen. Und Gundelgaukelei. Hat im Englischen total crazy. Was ist crazy Namen? Total
den cheesigen Namen. Morgana Mystique, irgendwie sowas. Wieso habe ich mir die Biene gekauft? Ernsthaft? Hier, ich will... Ah, den Grafen kann ich mir nicht kaufen. Und wer ist das? Ach so, die Ratte vom Mond. Was ist das? Dr. Robotnik? Ja. Eindeutig Dr. Robotnik. Crossover Promotion nennt man sowas. Ja, hier. Eishockey-Ente. Ne, nicht nur. Himalaya-Gegner und, Klopfer? Hüpfer? Bambi? Ding? Wir können uns nichts mehr leisten, das heißt, wir gehen hier raus. Ja, wahrscheinlich müssen wir die alle kaufen, dann können wir erst hier Concept Art, dann Skizzen und dann noch die anderen schönen anderen Sachen. TV-Illustration, cool. Musik, das ist das, was ich gerne hätte. Oder können wir hier schon die Musik umändern? Das wäre ziemlich cool. Hätte ich Lust drauf. Klassische Musik. Nee, 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 nee. Okay, dann geht's weiter. Auf ins nächste. Nicht so beliebte Level. Wie gesagt, Transsilvanien und Mond will ich mir gerne fürs Ende ausspannen. Das sind meine absoluten Lieblingslevel von dem Spiel. Sage ich jetzt schon, auch wenn ich nicht weiß, wie das Remastered-Ding auszusehen mag. Aber es wird schon. Minen, Himalaya. Komm, machen wir. In vorgegebener Reihenfolge. Düsentrieb. Daniel, komm mal. Ah, komm, nee. Vielleicht interessieren euch die Zwischensequenzen. Mich ja tatsächlich nicht so sehr. Finde ich nett, aber ich bin so ein Arcade-Gamer. Mich juckt das ab. Das können wir übrigens überspringen, weil hat absolut keinen Sinn. Das Ding fliegt einfach von der einen Seite zur anderen. Was will ich da sehen? Den würde ich nicht wegklicken. Das ist großartig. Ja, ich habe einen neuen Avatar für alles. I can feel all those diamonds singing to me. And it's a right pretty song, too. Gyro, I thought you said this winch was brand new. It was. It's an unbreakable diamond tether, Mr. McDuck. I made it myself. So long as you didn't use any of my diamonds to do the job. Angriff der Klonkrieger. Wie seltsam der bitte aussieht. Ein gigantischer Kopf, winzig kleiner Schnabel und seltsame Körperform. Das ist die erste Ente, die eine Hose trägt. Das sieht seltsam an den aus. Jetzt wusste ich's. Achtet mal drauf, es gibt keine Entenhausener Bewohner, die Hosen tragen. Außer Leute, die keine Enten sind. Immigranten, sozusagen. Now you stay here, boys. I'm going to get to the bottom of this. The rock bottom, Mr. McDuck. This mine shaft goes down. Haben wir einen Timer laufen, wie lange diese Zwischensequenzen dauern? Und meine neuen Lieblingsgegner. Yeah, passend zur Musik vor allen Dingen. Yeah. Come, come on, come on. Show me your moves. Okay, ja, komm. Wir haben so lange warten müssen, bis wir endlich spielen können. Da wollen wir keinen Zeit verschwenden mit, Schnecken beobachten. Auch wenn es spannend ist, was mache ich mit diesen Steinen? Diese Fledermaus wegmachen. Hab ich auch. Die Rätsel lösen sich von alleine fast. So, können wir hier gegenhauen? Jawohl, ist wie im alten Spiel. Diese Information hätte man mir auch beibringen können, indem man einfach ein großes Schlüsselsymbol hier aufblitzen lässt mit Field. Dann habe ich auch gecheckt. Ah, ist klar, ich brauche einen Schlüssel. Oh. Komm her. Das Problem an dieser Invincibility von den M-Münzen ist, dass man nicht wirklich... Oh. Die sind wieder da. Dass man nicht wirklich erkennt, wann die aufhört. Was ist das? Ein Schlüssel. Praktisch. Sage ich nicht mal zu. Oh, das ist ein Schlüssel. Fledermaus, komm runter. Fledermaus, komm runter. Fledermaus! Okay, nach welcher Logik fallen die jetzt runter? Okay, wenn man wirklich... Oh.
Wenn man wirklich drunter kommt, dann fallen die runter und machen sonst nichts mehr. Doch, die fliegen. Nein! Aha! Okay, die verfolgen einen und dann fallen die runter. Was für harte Gegner, ernsthaft? Wenn man das nicht weiß? Dagobert Duck, der alte Skillshot-Master. There are no ghosts in this mine. I don't know about that, Uncle Scrooge. Something must have cut the tether line and broke the winch and scared away those workers. I'll tell you what scared them away. Overactive imaginations. I'm not about to let a bunch of silly superstitions stand between me and the giant diamond of the inner earth. Now, man the controls and load away, lads. Ding. Muss ich was drücken? Ja. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht war es auch automatisch. So, ein bisschen Health wäre ganz gut. Oh. Okay. Wieso nicht? Was gibt's hier drin? Nice! Mehr Health. Das ist mehr, als ich mir erdacht hätte. Ich hoffe, ich habe jetzt im Amazonas. Oh, das ist Brida. Hallo. Mrs. Beakley, what are you doing here? Someone has to make sure you get your daily nutrients, Mr. McDuck. Ja, eine ausgewogene Ernährung. Zucker. Okay, wir haben Früchte. Und ein Plüschtier. Das ich auch esse, aber oh mein Gott. Danke, Frieda. Man sieht, du ernährst dich auch perfekt. Ich freue mich trotzdem so. Aber erstmal gehe ich hier hin und... Nee, wobei. So. Wenn ich mich recht entsinne, müssten da jetzt Enten rausspringen. Ich probiere es einfach mal. Ja, aber... Was passiert? Das ist... Manchmal reagiert dieser fucking Stock nicht. Krieg ich jetzt nochmal von Frieda was? Nee. So, jetzt aber. So. Eins, zwei, drei, vier. Bam! Wie komme ich jetzt zurück? Das sind Kleinigkeiten, über die muss man sich nicht Gedanken machen. Hauptsache, man hat das Geld. So. Eins, zwei, drei, vier. Kappa-Enten. Sehr cool. Das sieht nach einem Geheimnis aus, okay. Tut es nicht. Doch. Da kommt auf jeden Fall eine Kugel runter. Ich wusste es. Wir sind so schnell. Geht es low. So und hopp. Und Schatz. Nein, okay. Hab ich erwartet. Wieso ist hier diese Lücke? Kann ich hier? Nee. Nein, ich wurde... Ah, das ist ein unsichtbares Barrieren-Dingsi. So, jetzt vorsichtig. So. Ah, muss ich da hoch? Ich weiß es gar nicht. Ich komme da gar nicht mehr hoch. Fuck, ich hätte einfach, ja. Schlecht gespielt. Macht nichts. Diamanten, yay. Okay. Muss ich doch da? Okay, scheinbar doch nicht. Alles cool. Aber wie komme ich da bitte hoch? Ich finde es gut, dass ich... Okay, wie komme ich da drauf? Okay, das war schlecht. Das war auf jeden Fall schlecht gespielt. So. Ah, okay. Wir sind da irgendwie hochgeglitscht. Passt schon. So, hier auf jeden Fall Schatz. Ja. Und da fällt auf jeden Fall was durch. Und da fällt auf jeden Fall was durch, okay. Schade mal nicht, keine Ahnung. Wieso ist dieser Felsen da so seltsam? Okay. Ah, super, alles verschwendet. Sehr gut. Ah, Moment, 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 Moment. Gute alte Respawn-Regel. Steine kommen wieder. Kommen die Kisten auch wieder? Okay. Scheinbar Kisten kommen dann nicht wieder, wenn man die einmal aktiviert hat. Na, okay. Haben wir auch hier wieder was gelernt. Aber man kann die Level ja wahrscheinlich nochmal neu spielen, falls man was vergessen hat.
oder verpasst. Das finde ich gut. Apropos, ich hoffe, wir haben kein Herzteil. Ich nenne es einfach mal Herzteil. Keine Ahnung, wie man es sonst nennen soll. Irgendwie im Amazonas verpasst, denn... Weiß nicht, gab es im Original überall Herzen? Ich glaube nicht. Oh, fuck, fuck, fuck. Vielleicht sollte ich mich ein bisschen beeilen. Und einfach das Geld... Oh. Den einen Stein gar nicht gesehen. So willst du das Geld ignorieren. Ich werde, wir haben super viele Sachen verpasst. Oh. Ah, man kann auf die Steine drauf. Wieder was dazugelernt. Ah, hier waren wir schon, hier waren wir schon, hier waren wir schon. Habe ich schon mal erwähnt, dass wir hier schon waren? Ich glaube schon. So, Enemy 4, hier ist gleich eine Kiste. Ja, natürlich. Ich bin im Verstand der Game Designer. Mittendrin. Ich habe das verschwendet, weil da gleich was drauf. Oh, fuck, die kommen immer wieder. Ah, das wird, glaube ich, knifflig. Oder auch nicht. Was passiert, wenn ich das mache? Nichts. Was hat der Stein gebracht? Außer mir im Weg sein. Das ist nicht mal richtig gut. Oh. So, dich will ich weghaben. Fledermäuse, unglaublich nervige Gegner. Diese Kappas, ich nenne die jetzt einfach mal Kappas, weil keine Ahnung, wie man die sonst nennen soll. So, wie komme ich da dran? Wie komme ich da dran? Wie komme ich da dran? Kann ich hier irgendwas machen? Nicht. Okay. Einfach weniger Fragen stellen. Die meisten Probleme lösen sich einfach mit random rumlaufen. Okay, wieso sind hier über Steine? Muss ich doch... Ah, okay, nein. Muss ich doch sicher für irgendwas... Okay, ja, ich wusste es. Aber nur ein Herzchen. Das bringt ja gar nichts. Wenn man so fit ist wie wir... Ich muss mal angewöhnen, öfters den Pogo-Stock einfach direkt zu haben, weil irgendwie manchmal hakt das, wenn ich im Sprung das Ding aktivieren will. Okay, ich wusste. Ich wusste, da gibt's was. Da kommt ein Stein raus. Ich find's gut, dass ich mich null anstrengen muss, um die Dinger zu holen. Aber hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir super viel verpasst haben. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Szene nicht selbst machen muss. Das hätte ich auf jeden Fall verkackt. Hier oben ist auf jeden Fall was. Hier oben ist auf jeden Fall nichts. Ich finde es gut, wenn meine Theorien sich bewahrheiten. Oh, die Mining Card Szene. Das habe ich auf dem NES gehasst. Weil das irgendwie ultra schwer war zu koordinieren. Okay, das geht schon. So, hier. Hätte ich nach unten gemusst? Ich glaube schon. Okay, das war wesentlich stressfreier als... Ah, stimmt, hier war der Endboss so einer dieser... Flummi-Bobbel-König-Spackos. Die auch in der Serie vorkamen. Ich könnte jetzt recherchieren, wie die Dinger hießen, aber ich glaube, ich lasse einfach. Oh. Ich weiß noch ganz genau, die haben Erdbeben ausgelöst und dadurch wurde das Gold aus dem Geldspeicher sozusagen immer irgendwie in den Untergrund geschoben. Keine Ahnung. DuckTales ist übrigens eine wundervolle Serie. Kann ich jedem empfehlen, der es nicht kennt. Ist ein bisschen älter. Wahrscheinlich ein bisschen nicht mehr zeitgemäß. Aber, liebe junge Zuschauer und Zuschauerinnen, DuckTales. Abenteuer aus Entenhausen. Neues aus Entenhausen. Großartige Serie. Gibt's auf iTunes. Weiß ich, weil ich es mir schon mal geladen habe. Gebt der Serie eine Chance. Also sind wir jetzt schon beim Boss. Das geht wesentlich schneller als beim Amazonas. Ich finde es lustig, dass ich die ganze Zeit mit der Hand gestikuliere, aber ihr das wahrscheinlich nicht seht. Vielleicht hört ihr das, wenn irgendwie zu viel Wind entsteht. Das ist meine Hand, die die ganze Zeit wild rumfuchtelt. Aber wir sind noch nicht beim Boss. Das heißt, potenzielle Chancen noch hart zu verkacken. Okay. Oh Gott, ja, ich hätte... Kann ich das noch machen? Ja, ich kann das noch machen, cool. Ich wette, ich hätte das irgendwie cleverer lösen können. Und das wäre irgendwie ein total toller Schatz raus geworden, irgendwie, aber...
Naja, ich hätte es wahrscheinlich in die andere Richtung machen müssen und dann wäre irgendwas Großartiges passiert. Okay. Hier ist nichts. Gibt's nur dieses kleine Diamantchen. Kriege ich das so? Ja. Sehr gut. Ich hoffe mal, dass es... Ah, fuck, ja. Ich dachte, das Ding macht die Steine kaputt. Ja, fuck. Komm ich nochmal... Na, da komme ich nicht mehr zurück. Was macht ein Panzerknacker hier unten? Das ist nicht der... Ah, wir kommen... Nee, da kommen wir nicht mehr hin. Da kommen wir gar nicht hin. Nee, ich bin so ein Vollhorst. Ich kann hier das hier machen. So, zack. Ist nur eine Eistüte drin. Super. So viel Aufwand für eine Eistüte. Und dabei sind Diamanten so einfach zu bekommen. So, Panzerknacker AD. 1, 2... Nein! Oh. Yay. Erstmal das holen. Dann das hier anhauen. Wie werde ich das Ding los in 30 Tagen? So. Ausgetrickst. Gibt's hier überhaupt was? Sehr gut. Ist hier noch was? Nichts. Nur super sympathische Schnecken-Mopsies. Aber hier ist auf jeden Fall was. Natürlich ist hier was. Und wir haben jetzt schon wahrscheinlich die Kosten oder beziehungsweise den Wert von dem Schatz überholt. Das ist ziemlich eindeutig. So, dich will ich auch noch weg haben. Und einen Kuchen. Das heißt, wahrscheinlich nähern wir uns gleich dem Endboss. Wenn schon so viel Kuchen entgegenkommt. Ich bin so ein Fan von dieser Schnecke. Und deswegen lasse ich dich leben. Aber dich nicht. Du nervst. Euch alle lasse ich leben. Weil ihr so ultra nett seid. Ich hoffe, ich sehe euch wieder in Pokémon XY. Schneckmack kann einstecken. Derpy-Schnecke übernimmt seine Rolle. Okay. Bossfight. Jetzt finden wir raus, wie die Dinge heißen. Terra Firma. Keine Ahnung. Ist zu lange her und es war auch nur eine Folge. Insofern. Okay. Ich erinnere mich momentan null daran, wie man den besiegt oder was irgendwie der Trick war auf der NES-Version. Ich glaube, der rollt immer so im Kreis, also quasi an der Decke entlang und wieder runter und man muss ihn irgendwie richtig treffen oder irgendwann macht er Pausen. Keine Ahnung. Ist mehr als 10 Jahre her. Hat so eine richtige Popper-Stimme. Okay. Okay. Kann ich den so treffen? Nein! Doch, kann ich. Okay. Ah, okay, man kann auf den draufjumpen, während der in der Kugelform ist. Okay, noch ist alles... Oh, okay, ich hatte schon Schiss. Was passiert hier? Okay. Können die mich von der Seite treffen oder hauen die mich nur zurück? Okay, wenn er nicht im Super-Speed-Modus ist. Also selbst wenn er im Super-Speed-Modus ist, kann ich auf ihn rausspringen. Okay. Wenn das so bleibt, tausendfach einfacher als... Okay, jetzt kommen die von der Seite wahrscheinlich. Nein, tut... Okay, die treffen mich auch. Okay. Okay, wir haben was gelernt. Hauptsache, der König freut sich. Aber okay, wenn es weiterhin so simpel bleibt, dann... okay, ja. Super simpel. Alles cool. So, kommen die jetzt immer von der Seite? Ich bleib mal in der Mitte. Oh, WTF! Nein! Oh, okay. So viel zu... Alles cool. Ja, aber das sollten wir hinkriegen. Das sollten wir hinkriegen. So, jetzt einfach nur... Okay, rote Tröte. Was macht die? Okay, ja. Woran sieht man, wo die herkommen? Sieht man das am Schatten? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Aber egal, das kriegen wir jetzt hin. Auf jeden Fall.
Mal konzentrieren. So, jetzt verabschiedet er sich in den Hintergrund und dann kommen die Blobbles mit der violetten Tröte. So. Nein, da wurden wir tatsächlich getroffen. Ah, super. Stirb Parker, mein Name. Ist mir eine Ehre. So, letzte Runde. Rote. Das heißt, jetzt kommen wieder die Felsen. Ah doch, man sieht's an den Schatten. Okay, dann ist es easy. Super easy. Und die violette Tröte. Das heißt, wieder die Blobbles. Und wir werden getroffen. Wieso sind die Blobbles jetzt so viel gefährlicher als vorher? Aber egal, wir müssen wahrscheinlich ihn noch einmal treffen. Mach die rote. Ja, sehr gut. So, jetzt einfach auf die Schatten achten. Alles cool. Nein, da werden wir noch getroffen. Fuck. Sehr gut. Das war wieder knapp. Ernsthaft. Dabei wirkte er so einfach. Stop these infernal games. You're causing earthquakes, scaring off my workers, and ruining my equipment. It's now impossible to mine for diamonds. Diamonds? Aye, diamonds. Like this one, though the particular one I'm after is a fair bit bigger. Oh, you refer to garbage rocks. We have no use for garbage rocks. They're hard and sharp, and you can't roll on them at all. You don't say. tell you what, I'll do you a favor and haul away your. Sehr schön. Wie gesagt, Dialoge cool, ein bisschen lang, aber am Ende eines harten Kampfes kann man sich doch schon mal ein bisschen Humor, ein bisschen Einfallsreichtum bei den Texten geben. Bless me bagpipes, the giant diamond of the inner earth. Der ist auf keinen Fall größer als die ich die ganze Zeit einsammle. Egal, ich will die Logik des Spiels nicht einzweifeln. Er ist Level abgeschlossen. Immer noch mit Indiana Jones Font. Er wird gespeichert. Das System nicht ausschalten. Ich bin ein Riesenfan der Animation. Das hört man, glaube ich. Öfters. Katsching! Vielleicht können wir uns jetzt noch die restlichen Bilder leisten. Das wäre ganz cool. Dann können wir mal sehen, was wir uns sonst noch so freischalten können. Schwierigkeitsmodifikator. 2,5 Millionen, das ist doch ein nettes Sümmchen. Gee, Uncle Scrooge, you mean there weren't any ghosts down there after all? That's right, Louis. It's as I told you boys. There's a rational explanation for everything. Yeah, a whole kingdom of underground creatures who cause earthquakes as part of a game is a completely rational explanation. Never mind, boys. The point is, we made it back with the giant diamond of the inner earth and gained an entire diamond mine in the process. Now, where to next, lads? Als nächstes gehen wir hier rein. Ich will sehen, ob sich jetzt der Geldspeicher ein bisschen mehr gefüllt hat. Möse. Aha, okay. Ah, schwer. Ich weiß nicht. Glaube? Nee, doch nicht. Schade. Wir werden sehen. Vielleicht irgendwann gegen Ende, keine Ahnung. Erstmal Sachen anlocken, da freue ich mich. Charaktere. Und zwar will ich hier Vampire Duck, Graf Dracula. Mit. Hä? Der kann zu einer Schlange werden? Das ist mir neu. Also sieht cool aus. Sieht auch tatsächlich aus wie Graf Dracula. Auch eine großartige alte Serie für die jungen Zuschauer unter euch. Auch empfehlenswert. Wir haben hier den Yeti. Und den Blobbelkönig. Und die Kackfledermaus. Oder die Kackgegner aus der Mine. Da ist die Schnecke. Moment, da war oben der Sprite. Okay, der Sprite sieht auch lustig aus. Und, Graf Mumie. Cool, also okay, wenn man einmal was alles angelockt hat, dann kann man erst in die andere Kategorie.
die gar nicht mal so günstig ist, aber okay. Wir fangen einfach an, Sachen anzulocken. Was gibt's denn hier? Das ist sehr konzeptiges Konzeptart. Sachen, die ich in der Bahn gezeichnet habe auf dem Weg zur Arbeit. Okay, das ist schon mal ein bisschen besser. Okay, was ist ein bisschen besser? Das ist ultra gut. Ja, schön, ich freue mich. Hier, Skizzen, Bleistiftzeichnung, Hintergrundbilder, Musik. Da will ich auf jeden Fall hin. Musik, ganz wichtig. Ich hoffe einfach mal, dass man die dann irgendwie anwählen kann in den Level. Whatever. So, ich glaube, das war's schon mal für jetzt, für diese Folge. Demnächst geht's weiter mit dem dritten Scheiß-Level, Himalaya. Ja, nicht Scheiß-Level, komm, wir sind fair. Aber trotzdem, Transylvanien-Mond. Wie gesagt, absolute Lieblingsdinger. Ich freue mich drauf. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe, euch hat es überhaupt gefallen. Wenn nicht, schreibt es in die Comments. Wenn doch, schreibt es in die Comments. Schreibt mir eine Mail, Nachricht. Es gibt 1000 Kommunikationswege, wie wir uns absprechen können. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis bald. Macht's gut. Bye, bye.